So, hallo zusammen, es ist mal wieder Abend, also eigentlich die beste Situation, um fotografieren zu gehen. Und ja, wir nehmen noch ein paar Sachen mit. Und zwar nehmen wir mit einfach ein bisschen, ja, allgemeines Werkzeug, Kopflampe, dann hier so ein paar modifizierte LED-Lampen, paar angespitzte und schwarz angemalte Raketenstecken, natürlich hier mein super modernes Wanderstativ und dann noch hier so ein paar ausgeschnittene Gesellen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, auch das schöne Domrad. Ich schalte es mal ein hier. Aha. Ja, der Boden ist heute ein bisschen hart und gefroren. Naja, macht ja nichts. So, dann mal zu den Einstellungen. Alles manuell. 60 Sekunden, Blende 8, manueller Fokus, Bildstabilisator deaktiviert. Ja, und dann probieren wir es einfach mal. So, wir machen erstmal den blauen hier. Dann den grünen Ampelmann. Mal sehen, wie es geworden ist. Ja, ist doch eigentlich ganz nett geworden. Allerdings sollte man auf keinen Fall vergessen, vorher die Kopflampe auszuschalten. Wenn euch jetzt interessiert, wie man diese Light Domes produziert, da gibt es noch hier ein Video von Ben. Der ist zwar noch bei Mediakraft unter Vertrag, aber ja, wer weiß, da ist ja gerade auch recht viel in Bewegung. Ja, aber unabhängig davon finde ich seine Videos echt klasse. Das war's dann soweit, dass ihr mich abonnieren könnt, wisst ihr selbst. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.